Am 1. Juni feiert das Werkschulheim Felbertal sein 60-jähriges Jubiläum und hat sich dafür etwas ganz Besonderes überlegt. Die Schüler haben selbst eine Münzprägemaschine gebaut und werden auf dieser nun gemeinsam mit dem Werkstättenleiter Herbert Bachler eine eigene Währung produzieren. Das Werkschulheim Felbertal im Tennengau, weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Letzte Woche lud die Schulleitung zu einem Pressegespräch. Den Anlass dafür könnte niemand besser erklären als der Direktor selbst. Ja, wir feiern am 1. Juni, haben wir sozusagen ein großes Fest für die ganze Schulgemeinde und für unsere Absolventen. Also 60 Jahre sind ja wirklich eine lange Zeit, gerade für eine Privatschule, und wir stehen heute ja besser da als je zuvor und freuen uns, wenn die ehemaligen Schüler zu uns kommen, sich die Räumlichkeiten anschauen, mit uns feiern, Erinnerungen austauschen und einfach auch vielleicht sportlich etwas machen, am Abend in ein Konzert gehen. Also all das bieten wir an diesem Tag an. Doch es gibt noch einen Höhepunkt am 1. Juni, den Felbertaler, eine eigens von Schülern unter Anleitung der Lehrer im Werkschulheim konzipierte und produzierte Münze. Ja, die Münze heißt Felbertaler. Das hat also schon vom Namen her mit Werkschulheim Felbertal, mit unserer Geschichte zu tun. Und die Idee ist eben gekommen, dass wir eben Geschichte und Gegenwart damit verbinden. Die Maschine zum Prägen der Münzen wurde natürlich, wie auch der Prägestempel selbst, in Eigenregie hergestellt. Während die Lehrer mit Rat und Wissen zur Seite standen, wurde die Arbeit großteils von den Schülern erledigt. Wie ist es den Schülern dabei ergangen und hat die Zusammenarbeit zwischen Schülern und Lehrern reibungslos funktioniert? Überraschenderweise ziemlich gut. Also man kann auf Informationen, auf Wissen von wem anderen zugreifen, wenn man miteinander zusammenarbeitet, und das war eigentlich eine super Erfahrung. Ich habe mich zusammen mit einem anderen Schüler und mit einem Lehrer um die Programmierung von der Steuerung gekümmert. Es ist eben darum gegangen, Pneumatikzylinder zu bewegen und aufeinander abzustimmen. Und das hat eben elektronisch programmiert werden müssen, und da haben viele Bewegungsabläufe eben aufeinander abgestimmt werden müssen. Ja, das war dann die große Herausforderung. Dann haben wir gesehen, okay, wir haben einen Maschinenbau, wir haben Automatisierungszentrum, die Mechatronik. Haben dann die Lehrer und die Schüler zusammengespannt und haben dann gesagt, okay, wie weit können wir jetzt die Kompetenzen da bündeln in ein Team, genau was man also in der Schule braucht. Haben die Schüler gesucht, die interessiert sind, die Lehrer zusammengespannt, und dann hat jeder probiert, und es ist jetzt, wie man sieht, was Supers rauskommen, eine Serienfertigung von über 15.000 Felbertalern, das wir da prägen, angefangen vom Prägestempel, von Organisieren des Materials bis hin zur fertigen Galvanisierung und zum Einsackeln des Geldes. Und das ist also die praktische Umsetzung, die wir in Werkschulheim eigentlich als unser Lernziel festsetzen, ein unserer drei Säulen ist. Das Material ist nach langen Überlegungen, haben wir jetzt einen Automatenstahl genommen, und der wird dann verzinkt für einen Felbertaler, und für einen halberten Felbertaler wird er dann gelb verzinkt, damit man das besser unterscheiden kann. Aus Kostengründen einfach. Also das ist, aber es ist also was Hartes, das in der Hand ist, also hart wie der Felbertaler als Währung für den einen Tag sein sollte. Eine eigene Währung zum 60-Jahr-Jubiläum. Diese Möglichkeiten hat nur das Werkschulheim Felbertal. Wenn der Felbertaler auch nur am 1. Juni gültig ist, stabiler als manch andere Währung ist er damit auf jeden Fall.